Liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhause? Wir nehmen da einen großen Holzbackofen in Betrieb. Ich habe den von einem Berufskollegen bekommen zum Benutzen. Der war einmal eingebaut in einem Bauernhaus und ist jetzt freistehend, ein freistehender Holzbackofen. Und zum Inbetrieb nehmen genehmigen wir uns auch ein Bier. Aber der Holzbackofen ist natürlich nicht so alt, ist nicht 750-jährig. Aber 100 Jahre hat er sicher auf dem Buckel. Plakette. Jawohl. So, nach 1,5 Stunden, 240 Grad im Backofen oben, wir sind bereit, wir können da Pizza reinschmeißen, jawohl. So, nach 16 Minuten sind die Pizzas gut. Lecker, lecker. Ja, dann, liebe YouTube-Freunde, Prost. Ich trinke da auf unseren neuen Holzbackofen. Erste Runde Pizza war sehr gut. Hat gerade funktioniert. Jetzt haben wir da noch einmal mit der Restwärme bei 200 Grad haben wir noch einmal Pizza belegt und reingeschoben. Und jetzt schauen wir, wie lange das dauert. Die ersten waren nach 16 Minuten gut, bei 260 oder sogar mehr Grad. Jetzt mit 200 Grad, ja, brauchen wir vielleicht 20 Minuten. Man wird sehen. Prost!